Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Liebe Online-Gemeinde, können Sie gut zuhören? Ich muss gestehen, früher habe ich immer gedacht, dass ich das gut kann, bis ich meine Seelsorgeausbildung machte. Da habe ich gelernt, hören bedeutet nicht automatisch zuhören. Es ist wichtig, dass ein Mensch, der sich einem anderen mitteilen möchte, sich von seinem Gegenüber angenommen und verstanden fühlt. Wirkliches, aktives Zuhören bedeutet, mit dem Herzen bei der Sache zu sein. In der deutschen Sprache gibt es einen schönen Ausdruck dafür. Wenn ich mich hörend einem anderen Menschen zuwende, dann bin ich ganz Ohr. Diese Zuwendung kann nur gelingen, wenn ich mich als Hörende nicht verschließe, wenn ich bereit bin, auch mein Herz zu öffnen. Verstockt eure Herzen nicht, heißt es im Wochenspruch. Was für ein merkwürdiger Ausdruck, verstocken. Ein Begriff, den wir heute gar nicht mehr benutzen. Verstocken bedeutet starr, fest werden. Man könnte also auch übersetzen, verschließt eure Herzen nicht. Bleibt offen für das, was Gott zu sagen hat. Das ist alles andere als einfach. Gottes Wort mutet uns Veränderung zu. Und wir Menschen neigen dazu, wegzuhören, wenn uns das Gesagte nicht gefällt. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain hat einmal gesagt, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Das biblische Wort fordert uns heraus, unser Leben zu ändern. Jesus lädt ein zu einer neuen Welt, die das Bekannte und Vertraute auf den Kopf stellt. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. In seinem Wort ist Gott uns nahe gekommen. Er spricht uns an und sucht den Kontakt zu uns. Wo wir uns öffnen für sein Wort, da leuchtet etwas auf von der Welt Gottes, zu der das biblische Wort einlädt. Eine jüdische Erzählung drückt es so aus. Zu Rabbi Salomon kamen Gläubige und fragten ihn, Rabbi, sag uns, wann endlich kommt die Erlösung? Wann kommt das Reich Gottes? Da antwortete der Rabbi, heute, wenn ihr auf die Stimme Gottes hört.